Nach Helene Fischer ist das die neue Freundin von Florian Silberei. Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen weiterhin die News der letzten 24 Stunden. Sehen. Florian Silbereisen und Beatrice Egli kennen sich seit Jahren. Aber mehr als Freundschaft dürfte zwischen ihnen nicht sein. Bis jetzt, natürlich träume ich oft von der großen Liebe, verriet Beatrice Egli, 30, gegenüber Neue Post erst vor wenigen Tagen. Dass ich mein Leben mit einem Menschen teilen kann, alles Schöne, aber auch die schweren und intensiven Zeiten, einfach das volle Leben, ihre blauen Augen blitzten bei diesen Worten, sie lächelte verschmitzt. Vielleicht, weil ihr großer Traum längst wahr geworden ist? Es gibt da jemanden, mit dem die Chemie stimmt und nicht nur auf der Bühne die Funken fliegen, Florian Silbereisen, 37. Wenn man die beiden so nicht zusammen sieht, gibt es nur eine Schlussfolgerung, das ist doch Liebe. Vielleicht ist es wie so oft. Sie lernten sich kennen und mochten sich. Eine Freundschaft entstand. Weil sie die gleichen Werte teilen, beiden ist Ehrlichkeit in einer Beziehung wichtig, die Treue zueinander. Familie steht immer an erster Stelle. Die Liebe zur Musik verbindet sie und beide hegen den großen Wunsch nach vielen Kindern. Ich wünsche mir 5 Floris, bekannte er einmal. Und Beatrice kommt ja auch aus einer großen Familie mit 3 Brüdern, doch mehr Gefühle als Freundschaft dürfte es lange nicht geben. Florian war schließlich noch in festen Händen. Und damit tabu. Doch jetzt sind beide Single und wie es aussieht, könnte im Laufe der letzten Wochen aus Freundschaft Liebe geworden sein. Noch schweigen sie zu dem Thema. Behaupten immer wieder, sie seien Single. Doch wie heißt es so schön? Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte.